Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Agnes Johanna und ich begrüße dich in diesem frischen und neuen Jahr. Und ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr mal auch auf Reset zu drücken und mal von vorne anzufangen. Mein Kanal, der besteht ja doch schon ein bisschen länger und ich habe am Anfang halt viel gemalt und bin irgendwann mal von diesem Malen weg und irgendwie in diese Bastelgeschichte gekommen. Und da ich ein riesengroßer Fan von Notizbüchern und Journals und Tagebüchern und sowas bin, ja, bin ich zum Junk Journal gekommen. Und das ist jetzt nur eine kurze, ja, Abrissgeschichte für die jetzt ganz neu auf meinem Kanal sind. Ich habe also im letzten halben Jahr tatsächlich 1000 Leute sind mir mehr gefolgt als zuvor. Also sehr, sehr viele wahrscheinlich auch Leute von euch, die keinen Plan haben, was ich hier eigentlich so genau mache. Oder auch jetzt für die neu eingeschaltet haben, möchte ich einmal so ganz am Anfang anfangen. Ich habe damals vom Malen in dieses Junk Journal bin ich eher so reingestolpert. Habe da schon versucht, so Anfangssachen zu machen, die einen so mitnehmen. Ich habe auch schon ein Video dazu gedreht, was eigentlich ein Junk Journal ist. Das werde ich dir hier oben einfach mal verlinken, da kannst du auch gerne mal reingucken. Und vor allem erzähle ich dir dort, wieso ich überhaupt dazu gekommen bin. Worüber ich mit dir heute sprechen möchte, beziehungsweise was ich dir heute zeigen möchte, ist, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du bist irgendwie bei mir hängen geblieben jetzt hier durch irgendein Journal-Video, wahrscheinlich. Und denkst dir jetzt, ja, okay, ich bin blutiger Anfänger, also für die soll das auch sein, diese Serie hier, weil ich habe jetzt schon sehr, sehr viel gemacht, was schon, ja, ich sag mal so, die alten Hasen schon eher so basteln. Und ich möchte wirklich ganz von vorne nochmal anfangen. Ich hatte solche Videos zwar schon ganz am Anfang gemacht, aber die sind teilweise auch sehr verwirrend, weil ich da selber noch so ein Anfänger war und ich musste da auch erstmal reinwachsen. Jetzt habe ich ein bisschen besseren Überblick und ich kann nach jetzt, ja, ich sag mal, wie lange ist es? Ja, halbes Jahr ungefähr, ja genau, oder gut ein halbes Jahr, habe ich schon so viel Erfahrung sammeln können, dass ich das Gefühl habe, es wird jetzt Zeit nochmal zu resetten und nochmal ganz von Anfang an anzufangen. Und ich bin mir sicher, dass es vielleicht so die ein oder andere Sache geben wird, auch für die alten Hasen unter euch, wo ihr vielleicht sagt, ach ja, Mensch, das könnte ich ja auch nochmal benutzen oder machen oder tun oder oh, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also so ein bisschen dieses Inspirieren und mal wieder ein bisschen zurückgucken. Nicht immer dieses höher, schneller, weiter und immer wieder neu, sondern hey, vielleicht einmal nochmal eine alte Sache aufgreifen und vielleicht mal neu gestalten oder so. So habe ich mir das jetzt gedacht. Also, willkommen an alle, die jetzt neu starten. Ihr könnt jetzt mit dieser Folge sozusagen, denn das wird eine Serie, könnt ihr mir folgen, in das Thema Junk Journal eintauchen. Und ich werde euch jetzt einmal zeigen, was so Junk Journals sind, die ich jetzt schon in der Zeit so gemacht habe, verschiedene. Und dann sprechen wir heute über die absolute Grundausstattung, wovon du wahrscheinlich schon 90% zu Hause rumliegen hast. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, diese Folge soll sich genau darum drehen. Also das allererste, was ich dir zeigen möchte, wie ich gerade gesagt habe, sind, was sind Journals? Also Journals können sein sowas hier, kleine Heftchen aus einfach nur Papier zusammengenäht. Das können sein Bücher, die so ein bisschen, ich sag mal, akkurater aussehen, hier auch so mit so einem Hardcover. Ja, das sind Junk Journals im Prinzip. Dann können es auch sein, gut, das ist jetzt natürlich ein Beispiel, das ist richtig heftig. Das ist auch so ein bisschen härter gemacht, aber eigentlich aus so einer ganz normalen, so einer Dingspappe hier. Wie heißt das nochmal? So einer Amazon-Pappe, dieses Buch. Und das ist, also das ist schon ein übertriebenes, was nicht mehr zugeht, wo ich ein Band drum machen musste. Und das ist auch gefüllt mit ganz viel Junk-Journal-Kram. Darüber sprechen wir aber noch wann anders. Also, und das ist zum Beispiel so etwas, ja, das, dann habe ich hier eins, so eins zum Beispiel. Also, es gibt es in verschiedensten Arten und Weisen. Hier sind also auch schon so ein bisschen, ja, krassere Sachen drauf gemacht. Hier so richtig Metallschlüssel und fetter Anhänger und hier noch so vernähte Sachen und so. Ja, also ganz viel diverses Zeug. Das hier könnte eins sein. Und ja, also es geht von komplett einfach. Das hier ist eins meiner ersten. Das ist auch nur aus so einer Pappe gemacht mit ein bisschen ja, verschiedenen Papieren. Dazu gibt es auch ein Video tatsächlich, ich glaube sogar, wo ich das vernäht habe. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, das ist schon so lange her. Ja, und
So sehen Junk Journals, sage ich jetzt mal, aus. Das sind also ein paar Exemplare, die ich mal gemacht habe. Und ich kann euch jetzt auch mal welche zeigen, die andere Leute gemacht haben, die ich mir entweder gekauft habe oder geschenkt bekommen habe in der Zeit. Ich packe die jetzt erstmal hier einmal beiseite, dass ihr so eine Ahnung davon habt, was das alles sein kann. Und ich denke mal, es ist hier tatsächlich auch für jeden Geschmack was dabei. Das war hier tatsächlich mein allererstes. Das hat auch nur eine Signatur, so nennt man das, wenn man hier. Also das ist ein Cover, ja? Und das hier ist eine Signatur, zusammengenähtes Buchzeug, Inlay, das ist die Signatur, so nennt man das. Das ist jetzt, ne, ein bisschen so Exkurs, das war mein erstes, was ich gebastelt habe. Dann habe ich mir einmal, das ist von der Lena. Lena ist eine aus der Community hier, die mir auch schon sehr lange folgt. Das ist zum Beispiel auch das ist ein sehr, sehr dickes auch, ne? Und das ist hier auch aus einer Pappe, aber ist relativ fest. Das ist auch hier so ein bisschen, ja, alles selbst gemacht, ne? Das ist zum Beispiel so ein Journal. Das benutze ich selbst als Tagebuch. Das habe ich mir also von ihr gekauft. Sowas hier zum Beispiel. Dann sowas hier. Das ist ein Themenbuch zum Thema Kräuter und Pflanzen. Das hat die Betty gebaut. Ist auch eine hier aus der Community, die mir schon länger folgt. Und dieses Buch habe ich ihr abgekauft, fand ich auch total toll. Da kannst du schon mal so einen Eindruck bekommen. Siehst du vielleicht auch. Es sind also viele auch gebrauchte Sachen drin. Sowas. Und dann hatte ich gewonnen bei einer YouTube-Kollegin dieses hier. Das hat sie gebaut. Das ist dann auch schon mit Stoff verkleidet und mit so, ja, ich sag mal, Sachen, die man jetzt nicht unbedingt nur so zu Hause rumfliegen hat. Und vieles auch mit ihrem Papier. Die hat also einen Shop und verkauft auch Papier. Und das hat sie gebaut hier, die liebe Ines. Das zum Beispiel. Und dann habe ich auch noch eins geschenkt bekommen. Und zwar so ein kleines Weihnachtsjournal. Ist auch so eine schöne Sache, schöne Idee. Ja, von der lieben Ninja. Die hat hier auch einen YouTube-Kanal. Und zwar heißt sie Schnipselbude. Ich werde dir die Kanäle, die hier online sind, auch auf YouTube, werde ich auch verlinken. Das sind auch Leute, die machen auch verschiedenste Sachen zu diesem Thema. Und ja, das ist jetzt hier so ein Thementeil zu Weihnachten. Ja, so ein kleineres. Also das sind alles letztendlich Junk-Journals in irgendeiner Form. Also selbst gebundene Bücher, wenn wir es genau nehmen, aus Dingen, die man nicht mehr braucht, aber auch sehr viel aus Dingen, die man sich dann kauft. Weil ich muss gestehen, wir sind ja alle ein bisschen kaufsüchtig, was Papier angeht. Und ich glaube, ich spreche da jedem aus dem Herzen, der schon mit diesem Thema lange am Agieren ist. Ihr seid alle papiersüchtig, mit Sicherheit. Oder notizbuchsüchtig oder irgendwie farbsüchtig oder also alles, was irgendwie mit Kreativität, Papier, Malen, Basteln, Kleben, Schneiden, diese ganzen Dinge. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat da so irgendwie so einen kleinen Spleen. Ja, und dieses spezielle Thema, wie gesagt, ja, ist halt eben meins. So, und jetzt will ich einmal mit dir sprechen über, was brauchst du dafür eigentlich überhaupt, um damit zu starten. Du brauchst erstmal viel Abfall, also Papierabfall sozusagen, beziehungsweise, wenn du auch hast, gekaufte Sachen, die vielleicht neu sind, die du jetzt, ja, die so rumliegen in deiner Bastelschublade, die jetzt noch keine Verwendung gefunden haben, sagen wir es mal so. Und dann, also wie gesagt, du brauchst im Prinzip eine Füllung für dieses Buch. Und du brauchst Außenteile. Und die bauen wir entweder aus alten Büchern. Und da werden dann die Bücher tatsächlich auseinandergenommen. Da schneidet man das dann hier einmal aus und dann hat man hier so ein Cover und kann das dann quasi neu machen. Das ist etwas für Leute, die keinen Skrupel haben, Bücher zu zerschneiden. Ich weiß, viele sind da ein bisschen vorsichtig, ist aber nicht schlimm, weil es gibt natürlich auch Alternativen. Und dafür eignen sich, also gerade hier fürs Junk Journal, eignen sich alle Arten von Pappen und Papieren. Es können solche Päckchen sein, oder diese Amazon-Dinger benutze ich ganz gerne, diese so ein bisschen flexibler sind. Ja, in größer, kleiner, wie auch immer. Auch Packpapiere sind ganz toll. Die kann man super nehmen, ob nun als Inlay oder zum Außen zum Verkleiden von diesen Pappen. Und was wollte ich noch sagen? Also Bücher, diese Pappen, ach so, und natürlich alles an Verpackungsmaterial, was du zu Hause hast. Ob das jetzt Pizzakartons sind oder Cornflakes-Kartons oder alles, was du so als Umverpackung hast, kannst du im Prinzip daraus kannst du ein Journal basteln. Du brauchst also wirklich nichts Neues kaufen. So, ich möchte mit dir einmal starten mit dem Papier und zwar mit
Welche Papiere kannst du im Junk Journal benutzen oder was ist so das Klassische, was Leute, die solche Dinger bauen, halt eben benutzen und vor allem Dinge, die du bestimmt schon zu Hause hast in irgendeiner Form. So, starten wir mal mit normalem Papier. Das ist jetzt hier ein ganz normales Papier, vielleicht erkennst du es auch, weil das ist nämlich so ein aus so einem A4, aus dem alten Schulheft, was die Kinder dann nicht mehr benutzen. Gerade wenn du Kinder hast und altes Papierzeug aus der Schule irgendwie, wo noch Seiten übrig sind oder so, das kannst du super rausreißen und fürs Junk Journal benutzen. Das musst du nicht wegschmeißen. Also Papier. Und dieses hier ist jetzt Papier, das war normal weiß, das ist gefärbt von mir. Genauso wie dieses hier. Also, es ist mit Kaffee gefärbt, das ist mit Tee gefärbt. Hier auch nochmal mit Kaffee, aber eher angemalt. Dann kannst du natürlich ganz normales Kopierpapier nehmen, ohne dass du damit irgendwie was machst, ja? Und das darf auch gerne etwas sein, was schon eingesaut ist. Das muss jetzt nicht irgendwie frisches Papier aus der Packung sein, sondern eher altes Papier. Du kannst auch alte Briefe, alte Rechnungen, also alles, was Papier ist, im Prinzip kannst du da drinnen nehmen, ne? Wenn du so alte Sachen hast, die du nicht mehr brauchst, die einfach nur beschrieben sind, ist auch egal, ob es beschrieben ist. Weil im Laufe dieser Serie wirst du merken, du kannst auch Papiere benutzen, die komplett beschrieben sind, ja, weil du kannst dann andere Sachen noch mit da drauf basteln und so, das dient dann auch nur als Hintergrund sozusagen und aber darüber reden wir dann wann anders. So, was du auch nehmen kannst, also ich habe jetzt zum Beispiel, das ist mir so in die Hände gefallen, ich war im Second-Hand-Laden und da gab es solche Briefpapiere, so Sets, da war dann Papier, Umschläge und Karten. Ne? Da waren irgendwie 10 Blatt von jedem irgendwie so und das kostete 1 Euro. Ja, das ist so altes Zeug, was wahrscheinlich nie wieder jemand benutzt fürs Junk Journal, wirklich perfekt. Also halt die Ohren offen, halt die Ohren offen, na klar. Halt die Äuglein offen, falls du mal an so einem Second-Hand vorbeigehst. Guck da, ob es da eine Papierabteilung gibt, wo es halt eben so Schreibwaren gibt oder sowas und guck da mal ruhig nach solchen Sachen, weil das sind immer ganz schicke Sachen, die man da so finden kann. So, sowas zum Beispiel. Dann habe ich hier mir irgendwann mal so ein Set gekauft im Action. Da gab es so verschiedene Naturpapiere. Da war dieses hier dabei und Glitzerpapier war dabei, dieses hier. Was du nehmen kannst, sind natürlich solche, diese Designpapiere, Scrapbook-Papier. Das sind jetzt auch nur Reste. Oder ja, richtiges Designpapier, was du dir im Set kaufst, was auch thematisch immer zu etwas passt. Aus so einem Set, also so einem ähnlichen Set, habe ich zum Beispiel dieses Buch hier gebaut. Da habe ich also wirklich auch neues Papier benutzt, ne? Das besteht zwar aus einem alten Buch, aber ich habe hier neues Papier benutzt und daraus quasi diese Außenteile gemacht und einzelne. Und den Rest habe ich dann gefüllt mit gebrauchten Papieren und sowas, ne? Und da, wie gesagt, wir reden ja noch weiter darüber, was man dafür alles nehmen kann. Also wie gesagt, du kannst natürlich auch neue Sachen nehmen. Vielleicht hast du ja auch sowas schon zu Hause. Ja, dann gibt es die Alternative von digitalem Papier. Digitales Papier sind im Prinzip Dateien, die du dir kaufen kannst, Bilder. Und das hier ist zum Beispiel eins aus meinem Collage-Set, beziehungsweise also kannst du einzeln oder als Collage kaufen. Diese Collage habe ich erstellt. Und digitalisiert kann man die kaufen. Und dann kannst du dir zum Beispiel so ein Papier, so oft du möchtest, ausdrucken. Und das gibt es in verschiedensten Formen, Farben und sonst was. Ich habe mich darauf spezialisiert, die in A4 zu machen im Querformat, dass die perfekt sind fürs Journal. Also du musst dir vorstellen, wenn du später das Papier bebastelst, nimmst du das ja hier in der Hälfte und dann hast du hier quasi schon so eine Doppelseite. Du kannst das so, wenn du es ausgedruckt hast, dann hier beschriften und so und das dient als Dekoration. Ne? Also digitale Papiere eignen sich super, wenn du einen Drucker hast, wenn du dir das ausdrucken kannst und dann kannst du es natürlich auch so oft wie möglich dann duplizieren oder wie auch immer und verbasteln. Also solche Dinge gibt es auch. Dann kannst du Transparentpapiere nehmen, entweder selber bedrucken mit etwas, was dir gefällt oder halt eben sowas Gekauftes hier. Ne? Das ist also schon mit etwas, das ist auf jeden Fall auch cool in so einem Journal. Dann natürlich auch klassisches normales Transparentpapier, was einfach nur so durchsichtig ist. Dann Geschenkpapier, ne? Das hebe ich sowieso immer auf, weil manches benutze ich dann auch wieder, um neu was zu verschenken. Aber ist auch super cool fürs Junk Journal. Dann Packpapiere, ja, also diverses Material, was du auch in vielen Päckchen als Füllmaterial hast. Das hier ist eine klassische Obsttüte, ja, die du beim Supermarkt des Vertrauens, wenn sie dann so eine Abteilung haben, wo es auch Pappe gibt, da hier, wenn du dir deine Äpfel oder Birnen oder was weiß ich, was da drin kaufst, diese Tüten, die sind super. Weiter gehen auch natürlich Umschläge, auch schon benutzte. Da achtest du am besten drauf, wenn du Umschläge hast, die du benutzen möchtest, dass du die wirklich am besten mit so einem, ja, mit irgendwas Spitzem halt ganz vorsichtig aufschneidest. Dann hast du den vollen Umschlag, den du benutzen kannst. Also nicht wegschmeißen, die Umschläge kann man super noch zum Basteln nehmen.
So, dann solche Tütchen zum Beispiel, die gibt es ja in kleinen so Geschenketütchen oder wenn du mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwo was einkaufen warst an Schmuck zum Beispiel. Wenn du so, ich kenne das, wenn du so Modeschmuck kaufst, dann kriegst du manchmal in so Tütchen dann diese Sachen mit, ne? Die packen dir das dann in so eine kleine Minitüte ein. Sowas kann man super nehmen. Butterbrotstüten, wenn du sowas auch nutzt. Oder Butterbrotpapier, das kann man sich zurechtschneiden. Und Mist, jetzt bimmelt's Telefon. Da muss ich doch mal dran gehen. Also, bis gleich. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Beim Butterbrotpapier, was du auch nehmen kannst, ist zum Beispiel Backpapier. Ja, fällt mir jetzt gerade noch so ein, habe ich gar nicht mit hier, aber sowas kannst du auch nehmen. Es ist eine schöne Struktur, ist interessant, wenn du so Blätter hast und so, ist ganz toll. So, dann Umschläge aller Art, sowas wie zum Beispiel alte CD-Hüllen, wenn du sowas hast. Ne, die kannst du super nehmen für sowas. Und du wunderst dich vielleicht, aber du kannst aus diesen Sachen auch Seiten machen. Oder, also so... Zeige ich dir dann alles, wenn es soweit ist. So, hier habe ich zum Beispiel so einen Riesenumschlag. Sowas kann man nehmen. Man kann auch hier so Tortenspitze zum Beispiel nehmen, wenn du sowas zu Hause hast. Und nehmen wir mal an, du hättest jetzt schon was da drauf gehabt, aber die Dinger sind trotzdem noch sauber geblieben. Und ja, kannst du dann weiter benutzen. Hier ist einmal so ein Blanko. Das sind hier gefärbte. Die habe ich in Tee gefärbt. Die kannst du zum Beispiel nehmen. Dann habe ich hier auch ein normales Kopierpapier. Allerdings habe ich das mit so einer bestimmten Technik gemacht. Hier mit Acryl und einer Jellyplate. Wenn du das jetzt noch so gar nicht kennst und nicht weißt, was das ist, ich verlinke dir einmal die, ich habe eine Serie dazu gemacht zur Jellyplate, wo ich das erkläre und zeige, wie ich damit so Drucke mache. Verlinke ich dir jetzt hier, dann kannst du dir das ansehen, falls dich das interessiert. Also sowas Designpapier im Prinzip selber machen und das Papier erhält dadurch auch eine ganz tolle, so eine Acrylstruktur, sage ich jetzt mal. Das ist ein bisschen rauer, ist nicht mehr so glatt und es ist ein bisschen stabiler. Das ist also auch eine schöne Möglichkeit, was zu benutzen und selber noch ein bisschen kreativ zu werden. Malbuchseiten eignen sich auch total gut, ne? Da hast du dann auch immer gleich so was Gemaltes. Muss jetzt nicht so viereckig sein, kann auch stinknormale A4-Malbücher sein. Dann alles Mögliche, was du an Büchern hast, alten Kram, was man nicht mehr braucht, die Seiten aus Büchern. Hier habe ich zum Beispiel eine einzelne Seite wegen dem Bild jetzt, ja, das ist ganz gut, das geht so. Hierbei, bei solchen Sachen sehe ich immer zu, dass ich eine Doppelseite rausreiße, weil dann kann man die nämlich schon so als Doppelseite mit einarbeiten in dieses Büchlein und das ist eigentlich eine ganz schicke Sache. So, dann, wenn du so einzelne Seiten hast, wie zum Beispiel hier so Weltatlasse oder sowas, also bestimmte Themenbücher, ja. Oder hier gibt es sowas, hier siehst du hier ein halbes Pfund Butter und Speck und Käse, also so irgendwelche alten Rezeptkramsachen. Dann hier, das ist ein botanisches Buch, das ist auch mal toll, weil da ganz tolle Illustrationen immer drin sind, die man nehmen kann fürs Junk Journal. Genauso wie dieses hier, dieses botanische, da sind halt Bilder von Blumen. Es ist aber auch viel geschrieben und da habe ich auch eine Doppelseite, das könnte man auch theoretisch, so wie es ist, wieder in ein neues Buch reinpacken. Je nachdem, wozu man bastelt. Dann auch, was ganz toll ist, was auch sehr, sehr gerne benutzt wird, sind so Notenblätter, ne, in verschiedensten Ausführungen. Das ist echt eine tolle Sache. Dann, dieses hier kennst du vielleicht, das sind, wenn du Bilderrahmen kaufst, hast du öfter mal solche Beispielbilder da drin. Und das ist jetzt mal einfach nur so ein Beispielbild daraus. Das finde ich, das kann man auch super gut nehmen. Dann hier alte Postkarten oder halbe Karten oder was du bekommen hast jemals als Grußkarte. Auch wenn die doppelseitig sind zum Beispiel, kann man die auch direkt so einnähen. Das geht auch. Dann hier normales Papier, aber von mir bearbeitet und zu einem, ja, Designstrukturpapier gemacht, was so ein bisschen aussieht wie so handgemachtes Papier in Anführungsstrichen. Und wie man das macht, das sind alles Videos, die gibt es auch teilweise schon. Das hier kann ich dir auch direkt hier verlinken. Die ganze Playlist zum Thema Papier, wie ich hier so einiges selber gemacht habe, das ist da auf jeden Fall nochmal gezeigt, falls dich das noch ein bisschen mehr interessiert. Kannst du gerne reinschauen. Also wie gesagt, solche Sachen. Dann zum Beispiel so Atlanten. Wenn du alte Atlanten aus der Schule noch hast, die nichts mehr taugen oder so, kannst du auch diese, ja, so eine Karten, finde ich, machen sich auch immer cool in so einem Journal. Wird auch sehr, sehr gerne benutzt. So, dann habe ich hier was ganz Besonderes und zwar ist das hier Blindenschrift. Das habe ich von der lieben Ninja von der Schnipselbude. Die ist hier auch auf YouTube unterwegs, wie gesagt, unter dem, dem Namen Schnipselbude und sie hatte mal sowas verkauft. So kleine Päckchen davon und da habe ich doch zugeschlagen. Ne? Sie hatte ein paar davon und hat das halt geteilt und ja. Da habe ich mir das gekauft, finde ich auch ganz toll, weil das, diese Struktur ist halt einfach toll, ne? Dadurch, dass das so erhaben ist. Ja, das ist zum Beispiel ein ganz cooles Papier. Das wirst du wahrscheinlich zu Hause nicht haben, aber ne, falls du mal sowas in die Hände gefällt. Was auch total cool ist, wenn du noch Tapetenreste hast. Also Tapetenreste, super geile Sache, kann man ganz toll benutzen für ein Journal. Gerade auch solche dickeren, wie dieses hier, das ist, glaube ich, eine Fließtapete. Und
Das Schöne ist hierbei, dass man daraus auch ein Cover direkt machen kann, so ein Softcover, ja, für so ein Büchlein. Also es kann auch eine Außenseite sein. Was unerlässlich ist im Junk Journal, sind Servietten. Servietten jeglicher Art. Alle Designs, die dir gefallen, nimm dir mal von überall her eine Serviette mit. Frag Leute, du, kann ich aus deinen Servietten-Sets vielleicht mal eine haben? Und sammel dir viele verschiedenste zusammen. Damit kann man ganz tolle Sachen machen. Man kann daraus Journal-Seiten machen. Das findest du auch alles unter dieser Rubrik Papier. Das ist da alles in der Playlist, was ich mit Servietten so verschiedene Sachen gemacht habe. Und ja, also das wirst du mit Sicherheit auch zu Hause haben. Du kannst also damit direkt loslegen. Dann Sachen aus Zeitschriften, ja. Und zwar nehme ich da gerne solche Sachen wie einzelne Bilder, die man schön viereckig hier ausschneiden kann, die man benutzen kann, wie zum Beispiel diese Blume hier, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Journal-Seite, die man daraus machen kann. Könnte man auch. Allerdings ist das im Querformat, ja, ist halt Geschmackssache, ob man das dann so rum mag. Ich finde es aber toll, weil man aus diesen kleinen Vierecken noch ganz viele tolle Sachen machen kann. Und darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Aber sowas, wenn du sowas siehst, reiß das schon mal aus der Zeitung raus. Dann so knallbunte Sachen, das finde ich auch immer ganz schön, weil daraus kann man dann auch Sachen basteln, wo man nicht unbedingt erkennen muss, dass es hier um Menschen geht oder sowas, sondern man kann hier auch Teile rausschneiden, wo es einfach nur knallbunt ist. Darum geht's, ne? Oder hier zum Beispiel, hier auch dieses Muster oder hier mit diesem Regenbogenteil dran. Also das finde ich eigentlich ganz schön. Das hier wäre ja sogar eine schöne Journal-Seite, würde ich fast behaupten. Also da kannst du mal gucken, was so deinem Geschmack entspricht. Dann solche Seiten auch immer aus Sachen raus, wo du wirklich einzelne Teile hast, die du nachher auch zum Dekorieren nutzen kannst. Das finde ich auch eine ganz coole Sache. Da sind wir zwar auch wieder weg von diesen Seiten, aber nochmal kurz, ja, worauf du vielleicht in Zukunft mal ein bisschen gucken kannst, wenn du solche alten Zeitschriften mal durchblätterst, wenn du vielleicht Zeitschriften mal gesammelt hast oder jemanden kennst, der Zeitschriften loswerden will oder sowas. Blätter die ruhig mal durch, wenn du sowas findest, das kann man super gut benutzen. Ja, und dann natürlich jegliche Art von größeren Bildern, die man tatsächlich dann auch dann benutzen kann. Entweder als auch komplette Seite, warum nicht, kann man machen. Oder halt eben dann weiter zum Verbasteln als kleines Stückchen Designpapier sozusagen. Ja, also das kann man immer wieder benutzen. Was immer super ist, sind Gartenzeitschriften, weil Gartenzeitschriften sind super bunt und Blumen gehen immer. Und ganz oft in diesen Zeitschriften hat man halt eben sowas hier, ne? So eine kleine Teilchen hier, woraus man, oder halt eben solche Bilder, wenn man die dann ausschneidet, wie hier zum Beispiel, hat man dann ja die Möglichkeit, daraus auch noch schön was zu basteln. Und es darf auch ruhig mit der Schrift sein oder so eine komplette Seite. Ich meine, guck doch mal, diese komplette Seite ist doch perfekt. Die kann man super cool verbasteln. Man kann sie auch komplett als Journaling-Seite nehmen. Ja, also Garten, wenn du an sowas drankommen kannst, irgendwie würde mir sowas nicht extra kaufen, weil die sind echt teuer. Aber wenn jemand sowas mal wegschmeißen möchte oder du auf dem Flohmarkt bist und sowas siehst, nimm dir das ruhig mit. Also so ein, zwei solcher Dinger und dann kannst du echt schon viel mit anfangen. So, und was auch immer gut ist, was du bestimmt zu Hause hast, sind diverse Kataloge. Und Kataloge eignen sich natürlich einmal hier diese ganz normalen Bestellkataloge für Klamotten. Natürlich auch für diverse Gegenstände oder sowas. Das sind auch immer super Sachen. Weil du kannst eigentlich aus diesen ganzen Katalogen einzelne Dinge rausschneiden, die du als Deko-Elemente nehmen kannst. Sowas wie, ich sag mal, ja, statt Aufkleber oder sowas, einfach nur so kleine Bildchen, um zu dekorieren. Und dafür finde ich, also gerade auch dieses hier eignet sich super, weil erstens kannst du die Figuren benutzen. Du kannst aus den Figuren noch was machen, wenn du jetzt diese Models hier ausschneidest, ja. Das mal hier irgendwo, ja, da zum Beispiel gemacht. Da habe ich mal so Models ausgeschnitten, die kannst du dann auch noch weiter verbasteln. Die könntest du auf eine Pappe kleben, ein bisschen fester machen und daraus so Püppchen machen für dein Journal als Deko-Element oder so. Und was auch total toll ist, ich habe mir das mal hier einmal markiert, sind solche Dinge wie sowas hier. Ja, finde ich zumindest. Also diesen Stuhl werde ich mir auf jeden Fall hier ausschneiden. Den finde ich so cool, genauso wie diesen hier. Ja, das ist einfach total toll, wenn du irgendwas dekorieren möchtest, zu irgendeinem Thema was basteln möchtest, wo das hier gerade passt, so was weiß ich, so ein Hippie-Journal oder sowas und dann so einen coolen Sessel einfach als Deko auf eine Seite kleben, um die so ein bisschen aufzupeppen, finde ich, ist das super cool. Also wie gesagt, Kataloge auf jeden Fall. Was ich dir auch empfehlen kann, kostenlose Kataloge sind zum Beispiel Baumarktkataloge, da sind nämlich auch viele Pflanzen drin und so, da kannst du dann auch da Sachen benutzen draus. Und ja, das war also jetzt eine Übersicht übers Papier, was man nehmen kann. Es gibt sicherlich auch noch tausend andere Papiere, die man nehmen kann. Das ist jetzt erstmal so das, was man so grob, ja, was so weit verbreitet ist, will ich mal sagen, ja. Also, wenn du zu Hause also irgendein diverses Papier hast, alles einmal zusammennehmen. Du kannst auch deine TV-Zeitschrift, deine alte verbasteln, was auch immer. Mach ruhig, ja.
ein Kartönchen voll mit deinem ganzen Papier, was du hast, und von da aus kannst du dann weitergehen. Also, das sind jetzt, wie gesagt, Vorschläge für die Inlays. Und jetzt möchte ich mit dir auch direkt noch das Werkzeug besprechen, weil wenn du dieses Video quasi zu Ende geguckt hast, könntest du theoretisch direkt mit diesen Sachen, die ich dir jetzt gerade gezeigt habe, anfangen, ein Junk Journal zu machen. Was du dafür brauchst, auf jeden Fall, finde ich zumindest, überhaupt fürs Basteln rund ums Junk Journal, ja, sind einmal die klassischen Sachen, und zwar Schere und Kleber, ja. Ein Stift ist definitiv nicht schlecht, um Dinge zu markieren, wenn du es doch abmessen möchtest oder was auch immer, ist ein Stift schon mal nicht schlecht. Diese drei Dinge wirst du auf jeden Fall irgendwie zu Hause haben, also ein Flüssigkleber, eine Schere, ein Stift. Was auch anzuraten ist, ist auf jeden Fall ein Lineal, und zwar ein Metalllineal. Und ich sage dir jetzt auch warum, weil dazu gehören dann Cutter und so eine Schneidematte. Das hier ist quasi zum später benutzen, beziehungsweise der Stift auch zu markieren, je nachdem, wie du großes haben willst. Du kannst stattdessen auch die Schere nehmen. Ich sage dir aber, das hier funktioniert besser. Mit einer Schere ist es halt, ja, kann man auch machen. Man kann sich die Seiten zurechtschneiden, zum Beispiel alle auf eine Größe oder eben die Kante, dass die zumindest bündig ist oder so, wenn man das möchte. Bei einem Junk Journal musst du nicht die Seiten passend haben in dem Sinne. Ja, du kannst also auch A5 mit A4 kombinieren und mit Resten und Stückchen. Und das wirst du auch mit der Zeit dann merken, wenn wir hier mit dem Junk Journal was machen. Wirst du auch merken, du brauchst nicht alles auf der gleichen Größe. Von daher optional, aber zum insgesamt Basteln natürlich brauchst du eine Schere. Also, ne? So, diese Dinge, klar, um eine Signatur zu erstellen. Also dieses zusammengefasste Papier, was später in ein Cover kommt, empfehle ich dir, was du haben solltest, ist eine Schneidematte, optional auch eine A4 vielleicht, damit du ein bisschen mehr Platz hast zum Schnibbeln. Auf jeden Fall ein Metalllineal, weil mit dem Cutter, und da ist egal, was für ein Cutter du nimmst, schneidest du nachher, wenn du jetzt diese ganzen Blätter zusammengemacht hast. Ich erkläre dir das mal kurz am besten anhand eines Beispiels direkt. Wir nehmen jetzt einfach mal hier so einen ersten Stapel an Blättern, die Doppelseite vielleicht nicht gerade. So, und jetzt willst du daraus, sagen wir mal, so wie das jetzt ist, ein Journal machen. Und du knickst das, ja? Dann hast du ja die äußerste Seite, die ist dann kürzer als die innere Seite. Das liegt an dieser Knickung, immer dieser Millimeter, der dann mehr dazu kommt. Und dann ist das halt nicht mehr bündig. Wenn du das bündig haben möchtest in deinen Büchern, dann brauchst du das hier, um das vernünftig abzuschneiden. Ansonsten, wenn dich das nicht stört, kannst du es aber auch so lassen. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, also Schneidebrett, Metalldings und Cutter. Und um das Ganze zu binden, brauchst du Utensilien, die dir das Leben erleichtern. Und zwar einmal um die Festhalten der Seiten, wenn du da am Hantieren bist. Da empfehle ich dir immer eher größere Sachen. Du kannst es aber auch mit vielen kleinen festmachen. Und dann brauchst du natürlich etwas, wie du es vernähst. Und zwar brauchst du dafür Nadel und Faden. Und was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist so ein Piekser. Ja, so. Dieses hier ist Teil eines Buchbindewerkzeugs, was ich mir gekauft habe. Das habe ich unten verlinkt. Eigentlich in jedem Video ist das verlinkt. Kannst es dir mal ansehen. Da hast du eigentlich schon alles, was du brauchst, plus Fäden. Das sind jetzt aber andere Dinger. Die habe ich halt aus dem Teddy oder so. Du brauchst dieses Teil, um die Löcher vorzupieksen, damit du später besser vernähen kannst. Weil mit einer Nadel direkt und Faden wird das echt scheiße. Also das klappt nicht so gut. Deswegen so ein Piekser ist auf jeden Fall gut. Und du kannst das auch noch für viele andere Dinge benutzen. Deswegen ist dieser Piekser und die Nadeln, die auch nicht sind wie normale Nähnadeln, sondern die sind wesentlich größer, wie du siehst. Also das ist keine normale Nähnadel mehr. Ne? Das ist schon eine richtige Buchbinde-Werkzeug-Nadel. Die gibt es dann hier in drei Größen. Ne? Einmal, warte mal. Oder sind das zwei Größen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, drei. Das ist hier so eine Mittel, so eine etwas kleinere und eine ganz große. Und je nachdem, was für ein Buch du bindest, wie dick das ist und vor allem, wie dick auch die Kordel ist, die du hinten durchziehst. Also du kannst es auch mit einem normalen Garn vernähen. Ne? Also wie gesagt, du wirst Nadeln zu Hause haben, du wirst Garn haben
Und vielleicht hast du optional irgendetwas Piekseriges in deiner Küche, sowas wie ein Metall-Schaschlikspieß oder sowas, ja, womit du gezielt pieksen kannst, ohne dich dabei zu verletzen, so quasi als Vormarkierung. Also das sind die Dinge, die du auf jeden Fall brauchen willst. Und was ich dir auch empfehle, das hier ist ein Falzbein. Da ist es egal, ob du Kunststoff, Holz oder was auch immer nimmst, etwas, womit du nachher die Seiten, ich zeig dir das mal kurz, also wenn du nachher, wie gesagt, diesen Dings hast, dann ist das ganz toll, wenn du hier so mit reingehst und das nochmal so glatt streichst mit so einem Falzbein. Dafür eignet sich das super, damit das alles schön hinten richtig gut zusammensitzt. Und fürs komplette Gebastel, ob wir jetzt Täschchen machen oder irgendwelche Zubehörsachen fürs Junkjournal. Dieses Teil ist wirklich ganz toll, weil man damit ganz ja, schöne Kanten auch bekommt, die dann vernünftig sind. Also fürs Buchbinden auf jeden Fall nicht schlecht. So, also das ist jetzt die Übersicht an den Sachen, die du so brauchen könntest. Alternativ natürlich, wie gesagt, kannst du auch, wenn du das jetzt hier nicht hast, diese drei Dinge, kannst du natürlich auch alles mit einer Schere schön passend schneiden. Musst halt nur gucken, weil damit kriegst du auch nicht so viele Seiten geschnitten mit so einer normalen handelsüblichen Schere. Das geht mit dem Cutter besser. Und wenn du das dann so angelegt hast mit dem Cutter und anfängst zu schneiden, kannst du auch mehrere Mals gerade rein und dich durchschneiden durch viele, viele Schichten. Also das geht ganz gut. Ja, Basteleim dann später für die Basteleim ist auch klar. Ja, und dann, ja, damit möchte ich heute diesen Einstieg sozusagen erstmal beenden. Ich hoffe, dass ich dir eine gute Übersicht gegeben habe und du jetzt erstmal die Zeit nutzt, bis zum nächsten Video zu gucken, was habe ich denn schon zu Hause, was kann ich davon hier schon mal so finden und mir zurechtlegen und was für Papier fällt mir so alle in der Hände, was vielleicht weg kann. Gerade so Notizbücher, die nicht zu Ende geschrieben wurden, Kalendarien, die man vielleicht alte Kalender zum Beispiel kannst du auch auseinandernehmen und benutzen. Und erstmal zu gucken, dass du so ein, ja, ich sag mal, so ein kleines Körbchen voller Papier erstmal hast. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann um weitere Einzelheiten des Junk Journals kümmern. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit und danke fürs Zusehen und sage dann schon mal ciao, bis zum nächsten Mal.